Robert Wetzler Berufskolleg in Bonn steht globales Lernen durch ein gemeinsames Miteinander im Fokus. Denn hier treffen in 28 unterschiedlichen Bildungsgängen 2400 Schülerinnen und Schüler aus 54 Nationen zusammen. Seit über 20 Jahren ist das Berufskolleg UNESCO Projektschule. Der Chor ist für mich so ein wunderbares Highlight. Das Herz geht auf, wenn die Musik erklingt und alle bleiben stehen und alle singen mit. Und dieses Miteinander, dieses Gefühl, wir sind eine Schule, das möchten wir hier gerne vermitteln. Wir möchten ein Zuhause sein für viele Kulturen. Und diese bunte Vielfalt, die wir jetzt schon haben, das ist das Herz von Herrn Robert Wetzler. Als Vorbereitung auf die globale Berufswelt setzt die Schule auf internationale Partnerschaften und den Praxisbezug. Über den Partner Namibian Institute of Culinary Education findet seit 2012 ein Austausch zwischen den Auszubildenden statt. Also in Namibia habe ich beruflich einerseits die Erfahrung gemacht, dass die Atmosphäre im Beruf anders ist, also es stressfreier meiner Meinung nach ist und auch die Menschen miteinander freundlicher umgehen. Es geht auch nicht nur um den beruflichen Austausch, das heißt das gemeinsame Lernen, Erfahrungsaustausch auf der beruflichen Ebene, um die Auszubildenden neugierig zu machen für die Welt, also auch diesen Kontakt zu haben, sondern auch ja, das Verständnis füreinander sozusagen zu wecken über diese beruflichen Kontakt hinaus. Im Rahmen eines EU-Austauschprogramms kochen die Auszubildenden gegenseitig füreinander. Sie bekommen einen Einblick in das jeweils andere Ausbildungssystem und öffnen sich anderen Kulturen. Und ich glaube auch, dass das gut ist für die Schüler, wenn sie dann sehen, wie das Arbeiten an dieser Stelle. Haben sie natürlich auch hinterher, glaube ich, viel mehr Mut zu sagen, ich gehe auch einfach mal ins Ausland. Ja, mein Wunsch ist es halt nach der Ausbildung, die ganze Welt mal zu sehen. Und durch das Kochen ermögliche mir das halt, dass ich überall arbeiten kann, weil Köche können überall arbeiten. Uns ist es wichtig, dass die Menschen hier gemeinsam lernen, dass wir voneinander lernen, dass die einzelnen Bildungsgänge miteinander in Kontakt kommen. Ein kultureller Austausch mit Praxisbezug findet fächerübergreifend auch während des Schulalltags am Robert Wetzler Berufskolleg statt. So wie beim Projekt Internationales Kochbuch. Wir sind verschiedene, also internationale Klasse, das heißt also, wir kochen was anderes als Deutsches zum Beispiel. Dann haben wir auf Deutsch geschrieben. Und dabei hat die Deutsche von Lehrerin hat sie uns geholfen, also hat es ein bisschen verbessert. Und wir haben auch schon gekocht, also wir hatten auch Kochunterricht. Wir haben schon gekocht, haben wir zusammen gegessen. In den verschiedenen Bildungszweigen arbeiten über 100 Lehrerinnen und Lehrer eng zusammen, um mit Blick auf den Rahmenlehrplan und die Leitlinien der Schule immer wieder neue Projekte zu initiieren. Aber auch die Schülerinnen und Schüler bringen sich ein, wie zum Beispiel bei den Patenschaften in den internationalen Förderklassen. Im Moment haben wir eine aktuelle Situation, dass immer mehr Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. Wir sehen uns da als eine Schule, die diesen Menschen eben auch globales Lernen vermitteln möchte. Für mich ist globales Lernen, dass die jungen Menschen hier verstehen, wie die Welt funktioniert. Klimaveränderung, Nachhaltigkeit und sie damit vertraut zu machen mit diesen Themen und damit eben auch später dann sehr verantwortungsvoll umzugehen. Das Robert Wetzler Berufskolleg in Bonn.